Moin Leute, willkommen bei meinem neuen Video. Heute geht es ein bisschen um kostenlose Arbeit, schlecht bezahlte Arbeit und Art Contests. Viel Spaß! Tja, was soll ich sagen? Art Contests sind Gift. Arbeite nicht umsonst, der Tagessatz ist viel zu niedrig, du machst die Industrie kaputt, die Leute werden verwöhnt, wie auch immer. Das hat doch jeder schon mal gehört. Die alten Hasen sagen das immer wieder, lallen einen die Ohren voll und was ich davon halte, ist ganz einfach. Und ein Wort beschreibt das relativ gut, das ist nämlich Bullshit. Ich gehe davon aus oder ich stelle einfach mal die Behauptung auf, dass 99% dieser Leute selbst mal für einen schmalen Taler oder auch für umsonst irgendwo was gemacht haben. Sei es halt für ein kleines Indie-Projekt, für einen Mod, Hobbyprojekt, Studentenprojekt, was auch immer. Irgendwo hat jemand für umsonst angefangen. Und ich glaube, das ist auch die beste Möglichkeit, einen Fuß in die Tür zu kriegen. Letztendlich geht es halt nämlich darum, dass ihr euch irgendwie weiterbildet und ein bisschen Ahnung von der Industrie kriegt. Es ist nämlich so, dass egal, ob ihr gerade von der Uni kommt oder halt auch vom Hobby zum professionellen Artist gerade weiter hochklettern wollt, es wahrscheinlich sehr, sehr wahrscheinlich nicht passieren wird, dass Universal Studios, Bethesda, Naughty Dog oder wer auch immer zu euch kommt und sagt, du hast zwar noch nie irgendwie in einem kommerziellen Projekt mitgearbeitet und wir sehen auch keine guten Referenzen bei dir im Portfolio, aber vielleicht passt es ja. Ehrlich Leute, das wird niemals passieren. Das passiert nicht in der freien Marktwirtschaft und auch nicht im Hobbybereich. Selbst kleine Teams oder auch für Mods, die Leute, die suchen sich immer noch Leute aus, die irgendwie in das Feld oder in das Projekt passen und da gehören immer irgendwelche Fähigkeiten zu, irgendwelche Nachweise. Natürlich, je kleiner das Team, je kleiner die Firma, desto leichter kommt man rein, aber nichtsdestotrotz müsst ihr erstmal irgendwas haben und ja, Wettbewerbe oder halt auch kostenlose Projekte, Studentenprojekte, Modprojekte, Hobbyprojekte können halt zu richtiger Arbeit führen und natürlich euer Portfolio aufbauen. Ihr dürft halt auch nicht vergessen, selbst wenn ihr nur einen schlechten oder gar keinen Art Director habt, ihr habt erstmal die Chance, ein Gefühl für den Workflow zu kriegen, den irgendwie die Industrie gebrauchen kann. Und wenn ihr Concept Art macht, dann werdet ihr relativ schnell merken, dass vielleicht eure Concept überhaupt nicht für einen 3D-Artist gebrauchbar sind. Und das liegt einfach daran, dass ihr vielleicht die Anforderungen noch nicht kennt. Das könnt ihr mitnehmen. Feedback zum Weiterentwickeln von bestimmten Aspekten eures Fähigkeitsfeldes sind immer willkommen und manchmal habt ihr Glück und es sind auch gute Leute dabei. Und nicht selten, muss ich aus Erfahrung sagen, entwickeln sich auch mal kleine Projekte zu wirklich großen, werden gefördert oder kriegen einen Publisher oder sind einfach beim Markt so gefragt, dass sie halt auch mehr als nur einen schmalen Taler nachher abwerfen können. Und letztendlich geht es darum, dass ihr einen Mehrwert bringt. Und wenn das geht, am besten auch Mehrwert aus diesem Projekt und dieser Arbeit zieht. Gutes Beispiel dafür ist halt auch der letzte Art-Wettbewerb auf ArtStation, wo ich den zweiten Platz bei der King Arthur Challenge für Props gemacht habe, woraus sich dann ein kleiner Gig für Frank Miller's Cursed ergeben hat. Da war ich echt dankbar für und hätte ich auch ehrlich gesagt nicht gedacht, weil die Sparte recht unbesetzt ist. Aber man weiß halt nie. Also ein bisschen Aufmerksamkeit ist nie verkehrt und ihr solltet irgendwie alles an den Tag legen, einfach zu zeigen, wozu ihr imstande seid, was ihr leisten könnt, wie ihr vielleicht an Projektarbeiten wirklich rangeht und vor allem ganz, ganz wichtig, das vergessen die meisten, dass ihr auch Projekte durchziehen könnt und das merkt man auch an kleinen Projekten relativ schnell und viele Artists werfen ja auch, sei es halt aus finanzieller oder halt aus Interesse her, dass die halt irgendwann die Lust verlieren, aussteigen oder was auch immer, dann ist halt irgendwie Fußballtraining oder was auch immer wichtiger. Und es ist wichtig, wirklich für Kunden sehr, sehr wichtig eigentlich, dass ihr eure Projekte gerade als Freiberufler zu Ende bringt. Letztendlich seid ihr so gesehen der Feuerwehrmann, der den Notnagel nochmal in den letzten Pfosten irgendwie drücken muss. Und da ist es enorm wichtig, dass ihr einfach abliefert und ja, einen langen Atem habt. Und das könnt ihr mit solchen Projekten genauso gut zeigen, wie mit seriösen, sage ich mal, oder gut bezahlten Jobs. Denn letztendlich ist immer noch das, was ihr daraus macht, eure Referenz. Und mich würde interessieren, habt ihr schon mal für einen schmalen Taler gearbeitet? Wurde da auch was Größeres raus?
Ich wäre wirklich, wirklich gespannt, bei wie vielen das so ist oder wer zumindest damit mal angefangen hat. Lasst gerne einen Kommentar da und ansonsten, wenn ihr noch nicht abonniert habt, würde ich mich freuen über ein Abo. Smash den Abo-Button und bis dann. Bye.